Oh mein Gott, das war etwas staubig eventuell. EVTL. Roffelkopter. Yo, Leute, willkommen zu einem neuen, großartig spektakulären Mystery Box Unboxing Video. Diesmal wird es wirklich heftig. Jedenfalls, Freunde, diese Mystery Box ist nicht einfach eine Mystery Box, sondern sie besteht aus mehreren Paketen, okay? Dieses Paket hier einmal. Dieses Paket. Warte, das ist noch nicht alles, okay? Das hier. Dieses Paket. Hallo. Und das letzte Paket kommt noch. Und dieses Paket hier. Auf jeden Fall sind es einige Pakete. Einige. Ja, Freunde, also das Beste in dieser Mystery Box ist auf jeden Fall, dass die Hälfte schon gar nicht mehr Mystery ist, weil die Hälfte der Pakete einfach nicht eingepackt war. Danke an dieser Stelle an Saturn. St. Augustin. GG, Bro. Es war gerade so anstrengend, die Pakete zu schleppen. Ich bin außer Puste. Ich verstehe nichts mehr. Während Smiley das auch macht, was noch viel cooler ist, ich komme gleich. Es war ein Kassenzettel dabei. Ich wollte den einmal kurz präsentieren. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen langen Kassenzettel gesehen. Tschüss, ich habe nicht drauf geguckt, was alles drauf ist, um einen Überraschungseffekt zu haben. Aber wie groß ist dieser Kassenzettel eigentlich? Da ist wahrscheinlich übel viel Kleinscheiß noch drin. Angeblich soll das einen Wert von 2700 Euro irgendwas haben. 1000 Euro bezahlt, ne? Let's do that! Nein! Warte mal kurz. Staubsaugerbeutel? Fängt schon mal gut an auf jeden Fall. Habt ihr einen Siemens-Staubsauger? Dann schreibt in die Kommentare. Dima schickt euch die Staubsaugerbeutel bestimmt zu. Ja, Freunde, schreibt, was ihr haben wollt. Heute ist Jahrmarkt, ja. Hoffentlich ist das nächste cooler. Akkuladegerät für einen Staubsauger. Was ist das für ein Staubsauger-Fetisch heute hier? Was bringt das mir, ein Staubsauger-Ladeding zu haben ohne Staubsauger? Kompatibel mit RH98, TY98 und EO98. Das ist eine Lithium-Ionen-Batterie. Man kann damit Tesla betreiben. Hat jemand von euch einen dieser Staubsauger? Meldet euch. Ich hoffe, das nächste Ding ist wenigstens etwas Interessantes. Oh, ich habe nur die Hinterseite gesehen, aber ich glaube, das ist Marshall. Du hast schon eine. Diesmal kriege ich die. Oh mein Gott, die ist so riesig. Was? Oh mein Gott. Schau dir das an, Mann. Weg mit diesem Gabel. Das ist das Heftigste bis jetzt, glaube ich. Digga. Diese Mystery Box hat jetzt schon mein Herz erobert. Lass mal gucken, wie viel teuer das ist. Ich sag 600. Ich habe vorher schon geguckt, dieser eine Fernseher, den ihr am Anfang gesehen habt, allein der hat schon fast 700 Euro gekostet. Das kostet 400 Euro. 400 Euro. Die Gruppe ist das Geilste. Danke, Mann. Oben hat man hier einige Regler. Hinten hat man Stereoanschluss und Netzteil, sonst nichts. Sehr dezent gehalten. Das ist ein Barbergerät. Kann man das nicht mal machen? Nee, wir haben ja kein Kabel. Die liefern diese Box ohne Kabel. Wie schade ist das eigentlich, dass wir das nicht anmachen können? Das ist das standardmäßigste Kabel, was es auf der ganzen Welt gibt. Und das liefern sie nicht mit. Hey, du hast schon mal eine Marshallbox in der Mysterybox. Aber das war 50 Mal kleiner. Und die benutze ich immer noch. Und jetzt habe ich einfach die Mutter. Also bis jetzt hat sich die Box gelohnt. Was ich noch zeigen wollte, es gab noch das. Wofür? Für Zahnbürste, um deine Zähne sauber zu machen. Das kann ich gebrauchen. Das passt sogar auf meine. Ich habe so eine. Ich habe auch so eine. Okay, dann packe ich das mal wieder in die Box rein. Ne? Ist leer die Box? Ich hab's genau gesehen, wohin du geschaut hast. Auf deinen Arsch. Die Kiste ist aber ganz schön tief hier. Maschallah. Hier ist noch ein bisschen Füllmaterial. Nein, nein, nein. Hä? Oh, nächstes Paket. Vielen Dank an Saturns St. Augustin, dass ihr dieses Mystery-Erlebnis so schön gestaltet habt. Was könnte hier drin sein? Das ist so lang, das könnte eine Zigarre sein oder so. Was könnte sonst noch drin sein? Mann, ich komme nicht drauf. Es riecht nach Zigarre, oder? Plastik. Haben wir noch Peps? Da war eine Fernbedienung drin. Soll ich dir helfen? Ja. Digga, will er mich. Warum ist das so schwer? Hey, du hast rechts eine Zigarre, Dima. Und eine Halfpipe. Ui. Also ich glaube, das Gerät heißt Fakir. Das ist dafür da, um Luft zu blasen, oder? Das ist sogar eine deutsche Produktion von Fakir Hausgeräte GmbH. Weißt du, wie das aussieht? Wie so 90er-Jahre-CD-Ständer. Du konntest da CDs reinschieben. Wer hatte so ein Ding, Leute? Schreib's in die Kommentare. Das ist voll multifunktionell. Da ist auch noch ein Helm mit dabei. Ich habe einen Minecraft-Helm, guck mal. Ich frag mich immer noch, ist das Ding zum Heizen oder ist das zum Ventilieren? Das ist ein Ventilator. Ventilieren? Wer von euch weiß, was das ist? Weil wir haben schon wieder kein Kabel. Das Kabel ist hier unten drunter. Also wir dürfen das aber nicht anmachen. Max hat gesagt, mach Licht. Perfekt. Du hast ja noch nicht viel Müll in deiner Wohnung, oder? Ich glaube, das passt da perfekt rein. Ein Frisbee war auch noch dabei. Aber was sagen wir bis jetzt zu Mystery Box? Ist doch schön, oder?
Das ist nur Styropor. Bin voll eingeschüchtert irgendwie. Ich weiß nicht, was passiert hier gerade. Ich brauch das. Ich muss Paket. Ach so, Paket. Ich muss Paket. An meinem Arsch ist Paket. Ja. Es geht eine Blackbox aus dem Flugzeug. Jetzt ist schön. Auch gar nicht unentspannt, so zu stehen. Ich habe das Gefühl, dieser Saturn hat einfach Insolvenz und sie haben mir alles geschickt, was noch da war oder so. Das ist echt viel, Mann. Nein, das ist eine Verpackung schon wieder. Irgendwas, da steht was mit Bluetooth. Es kann Bluetooth, Leute. Oh mein Gott, das ist etwas von Philips Junge. Oha, was ist das denn? Das ist ein Luftentfeuchter. Luftentfeuchter? Leute, ich schmeiß hin. Ich brauche nichts mehr. Ich habe alles im Leben erreicht. Ich habe einen Luftentfeuchter. Schön, dass du für mich die ganze Drecksarbeit machst. Mach weiter so. Eine helfende Hand braucht man immer. Also ich würde mit deinem anfangen, weil es sieht echt interessant aus. Schon wieder eine Bluetooth-Box. Das sieht für mich aus wie so ein Messerset. Messerstein. Gesamte Energie fürs Jahr verbraucht. Warum so barbarisch? Männlich. Der Junge hat Power. Power! Also haben wir eine weitere Bluetooth-Box. Ich sag doch, hier kannst du Messer reintun. Leute, lass mal das Design kurz bewerten. Sieht baba aus, oder? Die neue PlayStation. Oh, man kann CD reinschieben? Ja, das ist nicht für Messer. Es gab eine Mystery-Box vor einem Jahr. Da habe ich so Beethoven-CDs rausgeholt. Ich dachte mir so, Jackpot. Noch, du hast ihn noch keinmal gehört. Deswegen, ich brauche das. Ich habe das Video vor 3 Tagen noch gesehen. Guckst du mein Video? Also wegen dir hast du geguckt, weil du dabei warst. Ne? Hast du die Veränderung gemerkt? Ja, Digga, schlimm. Ins Schlechtere entwickelt? Ja, ja. Perfekt. Kannst du mir die Funktion erklären von diesem Gerät. Stell dir vor, du wärst ein Saturn-Mitarbeiter und du musst das verkaufen. Das ist von Sony? Kauf ich. Ich bin krass gut, Alter. So ein geiles Produkt. Es bringt schon was, wenn man keine CDs abspielen kann. Meinst du, man kann auch Filme abspielen, so DVD? Ich habe letztens ein Interview gesehen, da wurde ein Typ gefragt, was er beruflich macht. Er meint, ich bin Discjockey. Was? DJ als Discjockey? Kann man kurz googeln, was das wert ist? Das würde mich interessieren. CMT X30. Klingt so cool. 3D ist das sogar. Oh mein Gott. Beruhigt dich das jetzt? Nein, und Amazon macht mich gerade gottlos aggressiv. Menge sieht sehr beruhigt aus. 144 Euro. Das ist sowas von Jackpot. Guck mal jetzt noch dieses Ding hier. Das ist sogar Adresse weggemacht worden. Es wurde schon mal an einen Andreas geschickt. Ich bin nicht erste Hand. Bin ich nicht okay. Warte mal kurz, ich gebe eine Schätzung ab, das kostet 190 Euro. 195,99. 190 habe ich gesagt. Krass. Wie heftig ist dieser Typ? Einmal Applaus bitte. Das ist gegen Pollen sogar? Ja. Perfekt. Ich fände es nice, wenn man auch so Gerüche reinmachen kann, oder? Aber man kann Bakterien desinfizieren. Der hat sogar einen Virenmodus. Gegen Allergien und so. Also dieses Ding wird man vielleicht im Sommer gebrauchen, aber brauche ich nicht zwingend. Falls ihr das haben wollt. Wollt haben. Falls ihr wollt haben, diese, schreibt in den Kommentar, warum. Jetzt kommt das Interessante. Tima. Scheiße, Mann. Bist du ein bisschen deppert? Das sind nur diese, du weißt, was ich meine, diese Streifen da, die lagen auf dem Boden. Ich will in deine Wange kneifen. Ey, lass mal Arm drücken machen jetzt. Mit links, komm, mit meiner schwachen Hand. Easy, komm. Okay, drück mal. Ja, du musst auch drücken. Gib alles. Ah. Ja. Was könnte das sein? Packen wir das aus? Nee, ich glaube, das braucht man nicht. Ich glaube, das ist ein beutelloser Staubsauger. Als ich gesehen habe, was das ist, habe ich das natürlich gegoogelt. Und das Ding kostet auch fast 400 Euro. Echt? Junge, das ist so eine Jackpot-Mystery-Box. Die beste seit Jahrhunderten. Seit Mystery-Boxen existieren. Das ist die Mystery-Box. Das ist quasi so ein Dyson-Verschnitt. Ohne dass die Qualität dann Dyson-mäßig ist wahrscheinlich. Mhm. Hast du dir auch schon immer so einen Dyson gewünscht? Ich kaufe dir alles, was du willst. Wenn du nicht Daddy nennst. Zu dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Nein, außer, ist Müll. Ist nicht Müll. Ist weißt du, warum nicht Müll? Nee. Weil hat Display. Weißt du, warum noch nicht Müll? Ich möchte nochmal betonen, dass der beutellos ist. Beutellos. Bilbo Beuteling. Bilbo Beutellos. Ey Leute, wer von euch guckt Herr der Ringe, die Serie? Und bitte sagt mal ehrlich, findet ihr es nice? Ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Du hast dein Mikrofon falsch rum dran. Zeig nach unten. Das ist nicht das Einzige bei mir, was nach unten zeigt. Der Penis auch, ne? Guck mal, wir haben einmal diese wunderschönen Klo-Air-Grill. Klör, oder? Klo-Air. Er ist vom Klo. Er sitzt da so und dann kommst du rein und der wird zum Grill auf einmal. Aber eigentlich ist der Klo. Weißt du, was das für ein Moment für mich ist? Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Grill besitze. Ich weiß zwar nicht, wie lange, weil vielleicht wollt ihr das haben, aber ich besitze einen Grill gerade. Leute, was echter Grill, okay? Man kann hier Sachen drauf grillen. Ein Grill? Ach so, ich dachte, das wäre ein Hill. Hast du echt noch nie in deinem Leben einen Grill besessen? Tatsächlich nein. Weißt du, ich hatte so einen Einweggrill, diese Alufolie-Ding. Richtig gut für die Umwelt. Das ist sehr gut für die Umwelt. Ich habe dich eigentlich nur gefragt, ob du bei dem Video Bild machst, damit du die ganzen Pakete aufmachst. Ich merk das schon. Aber dir ist klar, irgendwas klaue ich. Du weißt noch nicht was, aber ich klaue es. Also ich setze alles auf dieses Paket, weil das ist auch das letzte von dem, wo wir nicht wissen, was drin ist.
Oh. Es stinkt schon fast. Nur Staubsaugerzeugs oder was? Das ist wichtig. Und zwar die flexible Fugenreinigungsdüse. Ich fühle mich direkt so Hausmann-mäßig. Oh ja. Staubsauger! Der wunderbare Mr. Poggers. Rogers. Weißt du, was das ist? Das ist der von Winnie Pooh. Der Junge wird erwachsen und fällt sich raus, da hat Depressionen und so. Ich liebe Filme, Leute. Und diesen Film liebe ich nicht. NHL 2022 für die Xbox. Man muss Xbox haben und man muss auch Eishockey mögen, was beides nicht der Fall ist, ne? Wer möchte haben, zwei Xbox-Spiele. Und Let's Sing 2022 mit Mark Forster. Der hat gerade Hype, das ist gut. Hast du den mal ohne Cap gesehen eigentlich? Nee. Der sieht doch aus wie der Mitarbeiter von Ju, oder? Digga, wenn man seine Cap absetzt, die hohle Erde ist da drin. Dann haben wir zweimal Philips Airfloss Ultra. Da kommt Wasser und Luft raus und damit kannst du deine Zahnzwischenräume reinigen. Ich hatte mal dieses Gerät, das ist genial. Das boostet die ganze Zeit Luft. Super unangenehm. Hochdruckreiniger. Dann haben wir einen, was ist das denn? Ein Lithium-Ionen-Akku? Boah, ich mag diese Box, weil die hat so Kleinkram. Noch einen Akku. Warte mal, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Akku gesehen. Ich auch nicht. Das ist so ein besonderer Lithium mit Code 223. Wenn ihr diesen Code irgendwo eingebt, bekommt ihr irgendwas. Ganz viele Knopfbatterien. Damals die Casio-Uhr, da hat man die gebraucht. Ah, die Wanko. Samsung Galaxy S20 Ultra. Klingt nach Vivanko. Sieht nach Falco-Hülle aus, mit Klappfunktion. Diese Daddy-Hülle. Ja, ja, genau. Kennt ihr eine Person unter 30, die so eine Hülle besitzt, außer Falco? Ich kenne keinen auf jeden Fall. Gleiche Hülle für ein Galaxy Note 20. Dann eine Handyhülle für ein iPhone 13. Das ist für mich endlich passende Farbe. Tschüss, Sticker. Handyfolie für ein Xiaomi Redmi Note 10 5G. Xiaomi meinst du, oder? Xiaomi. Warte mal kurz. Das ist für ein Mini, oder? Nee. Oh nein, Leute, ich habe mich unnötig gefreut, weil das passt gar nicht. Wieso habe ich mich gefreut? Das ist für GoPro mit Powerbank. Gleichzeitig aufladen? Ja, während du filmst. Nee. Ach so, mit Kabel. Das ist ja richtig Felix von der Ladenwipe jetzt hier gerade. Leute, geiles Gerät, gefällt mir. Einfach die beste Mystery-Box, okay? Hier ist noch eine Handyhülle. Noch mehr Vivanko. Die ist für ein iPhone 11. Oh, Meng, endlich. Du freust dich, glaube ich, zu früh. Das ist einfach so ein Müll aus dem 3D-Druck. Ja. Irgendwas ganz Hässliches, Junji. Ich find's eigentlich nicht hässlich. Das Vakuumfrische. Ja. Was brauchst du für deine Drogen? Unterhosen. Ach so. Das da kannst du die Luft rausziehen. Das heißt, dass man riecht dann nichts mehr? Genau. Also bis jetzt wirklich eine stabile Box, man kann nicht haten. Digga, das ist wirklich cool. Schau dir das an, das sieht so futuristisch aus. Digga, dafür brauchst du so ein Vakuumgerät, Amnar. Leute, um das zu benutzen, braucht man auch so eine Maschine. Perfekt. Eine leere Verpackung von der Batterie. Oh mein Gott, ich glaube, das ist diese Invisible-Technology, oder? Samsung Galaxy A21s-Hülle. Ich kann jetzt so einen Vodafone-Shop aufmachen, oder? Mozart-Vinyl, Abby Lincoln. So cool, schaut euch das an. Mehr Staubsaugerbeutel. Aber wann kommt der Staubsauger? Samsung Galaxy S10e. Digga, das sind wirklich die Sachen, die in den Müll werfen sonst, ne? Ich glaube, das hing schon sehr, sehr lange da im Laden. Kennst du das, wenn du eine Wohnung 5 Jahre lang nicht streichst, das ist so gelb? Das ist genauso mit diesem Papier. Box in the Box? Ey, Digga, weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Was jetzt kommen die Xbox. Ich muss meine Hand beruhigen, so aufgeregt. Ich glaube, dass die Xbox ist da drin. Da ist die Batterie, die verloren war. Jetzt mal ganz ehrlich. Wo gehört sowas rein? Was ist das für eine Batterie? Was ist das? Das ist ja so ein Mini-Penetrator. Süß. Warte mal kurz, wir müssen schätzen, was das sein könnte. Ich sag, das ist ein Plattenspieler. Xbox One. Es sind noch mehr Boxen. Oh nein. Weißt du, was geil ist? Eigentlich ist es ja das Komplettpaket. Diese Boxen. Da sind nicht mal Kabel? Da ist kein Plattenspieler, nichts? Nichts. Aber die CDs kann man abspielen. Du nimmst diese CD hier. Nee, damit geht nicht. Du schließt es an mit Kabel, die man zusätzlich kaufen muss natürlich, ist klar. Und dann... How much is the fish? Muss man sich natürlich einiges dazu denken. Sieht aber echt nach nicht schlechten Boxen aus. Sieht sehr gut verarbeitet aus hier. Weißt du, woran ich erkannt habe, dass es gute Qualität ist? Man kann hier nämlich drehen. Man kann auch zudrehen. Und das babbert, Dicker. Heko. Ficta. Entschuldigung, keine bösen Prime Wörter. 702. Da fehlt halt voll viel von dem Ding. Ich glaube, die haben uns verarscht schon wieder, oder? Soll ich ein ernstes Wörtchen mit denen reden? Soll ich da anrufen und ein bisschen Stress machen? Die kosten nämlich 66,50 Euro. Eine Box. Aber wir haben zwei. 158 Euro. 158, das hat auch schon 190 gekostet oder so? Nee, das haben die gar nicht gegoogelt, oder? Nee. Doch, haben wir. Das hat 150 gekostet. Guck mal, das sind schon 300 Euro nur für das. Dann der Fernseher 600, Ventilator, dann der Staubsauger 400. Junji, und es gab noch diesen Luftentfeuchter. Junji, ich bin so stark. Ui, Ima, ui, was
Blurry Blurred Bui. Nichts passiert. Alter, der ist echt cool, der Fernseher. Ich weiß nicht, wie man darüber reden kann. Komm mal nach vorne kurz. Ich bin noch hier. Der Fernseher, Leute. The One. Es kann 4K und Ambilight. 4K, Dolby Atmos, Android TV, OK Google, Play-Fi, HDMI, Ultra HD, HDR. Und hier war der Beweis, dass er auch lesen kann. Er kann nicht nur essen. Ey, das war asozial. Der hat Ambilight, Dima. Das ist das Coolste daran. Hello there. Ist echt ein cooler Fernseher. 50 Zoll ist schon viel, ey. Endlich habe ich einen Fernseher für Schlafzimmer. Siehst du nicht mal, du willst keinen Fernseher im Schlafzimmer? Ja, das war bevor mir ein Fernseher geschickt wurde. Warte. Ui. Ring den mal an, ring ab. Die mal. Das war die beste Mystery Box, die wir je hatten. Das war's auch mit unserer Mystery Box Karriere. Besser wird's nicht. Es gibt noch welche für 2.500 Euro. Die holst du einmal. Einmal vielleicht. Muss sparen. Freunde, like das Video und klick immer weiter drauf, damit Dima ganz viel Geld macht mit dem Video, damit er diese Mystery Box kaufen kann. Das Video muss mindestens 200.000 Klicks machen. Schick's weiter. Schreib den Kommentar für Algorithmus und deinen Daumen nach oben. Ganz wichtig. Dann ist bei null wenigstens, weißt du? Toll, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Wenn's euch gefallen hat, dann zeig's gerne mit deinem Daumen nach oben. Das war wirklich eine interessante Mystery-Box. War cool, das aufzumachen. Die Sachen, die ihr haben wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Vergesst nicht, euren Instagram-Namen dazu zu schreiben, dass man euch kontaktieren kann. Und bei Smiley gibt es ein weiteres Video, was wir gemeinsam gedreht haben. Checkt's ab. Ist hier irgendwo eingeblendet. Ansonsten, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Bleibt schön, gesund und gut drauf. Tschüss. Ich glaube, das ist ein perfekter Startschuss für meine neue Karriere als Vodafone-Verkäufer. Die Boxen sind echt cool.